darum macht er unseren Haberer Meister. Warum wir da sind, wird er dir sagen und die auch manches hinterfragen. Denn an einem Tag, so wie heute, da interessiert das auch die Leute. Der Tag der Abrechnung ist da. Das machen wir, die Haberer. Damit die sehen gern jetzt recht gut, da stellst du dich auf, der Tag in seinen Stuhl. Meine Liebe! Augenweh! Das ist er. Tja, so was wollen wir. Ehren da wollen wir heute den Finden lesen. Meine Lieber, was ist da alles gewesen? Und gerade an so einem Jubeltag ist das für mich ja gar keine Frage. Ist er da jetzt nicht mehr zu jung? Heute ist der Tag der Abrechnung. Habe ich recht, Haberer? Wer sind wir? Wir sind die Haberei-Treiber. Schlug auf ein Sauf am Vogel und die Weiber. Treiben uns rum bei der Nacht und wir schlafen einen Tag. Das ganze Leben ist ein Haberei-Blog. Ja, machst du was sonst, denn jede Hitz. Aber immer umstehen, so wie jetzt. Schäbere auslangen, bis auf machen. So tut es her als Häuptling unter Jochen. Oh. Stimmt's? Yes, Herr Schaulis! Er ist immer loser und so quasi wie die früher da drüben bei der Stasi. In der Gemeinde muss er alles wissen. Wo hat letztes Mal welcher Hund hingeschissen? Wer baut wohin, hat er auch Geld? Er weiß, wo ein Container fällt. Was du jetzt machen, darfst du nicht mehr dran. Mach den da, der hat Finger schauen. Hab ich recht? Und schein eure Fragen? Kann ich ja schon lang. Frag fremde Leute, was da zum Marmelade gegangen. Doch einmal, er hat Heidenrede überwunden, hat er in Südtirol seinen Meister gefunden. Der sagt zu ihm, da gehst du ins Führe, schön langsam und nicht stiere. Dann kommt im Dorf der Unterbahn, da gehst du rechts, 100 Meter lang, dann rein ins linke Haus, da legst du dich nieder, in so Apotheke und da fragst du dann wieder. Herr Haberer, das war der Blamage. Ja, das ist der Schandis. Jetzt wird er wieder gleich erröten. Im Urlaub, lang ist her, war er in Nöten. Beim Camping möchten Schnitzel essen. Doch ein Schnitzelklopfen haben sie vergessen. Doch keine Verzweiflung jetzt deswegen, um Lösungen war er noch nie verlegen. Er packt auch drum, auch so ein Jammer, Experten nennen es Maurerhammer. Ob schneit oder mit der anderen Seite, das tut es da auch nichts bedeuten. Ich möchte weder Tisch noch Schnitzel gewesen sein, so haut der Kerl da furchtbar drin. Das Kind was raus, dabei war gelacht. Statt Schnitzel haben sie dann Gulasch gemacht. Hab ich jetzt recht? Recht! Wer sind wir? Wir sind die Haberfeld-Treiber. Schnupfer, Saufer, Vogelwilde, Weiber, treiben sie rum bei der Nacht und schlafen beim Tag. Das ganze Leben ist ein Haberfeld-Blog. Wir sind die Haberfeld-Treiber. Schnupfer, Saufer, Vogelwilde, Weiber, treiben sie rum bei der Nacht und schlafen beim Tag.
das ganze Leben ist ein Hammerfeindblock. Er macht sie wieder aus dem Lande, nach Südtirol runter mit der Schauererbande. Das Auto voll besetzt und schwer, da wird der Tank gleich ganz schneller. Nach der Brennerbrücke gleich ausgefahren, beim Benzin möchte ich noch sparen. Dann weitergefahren, voller Urlaubslust, doch dann packt ihm der größte Frust. Auf der Quittung steht, von wegen sparen, 14 Euro für zweimal Touren fahren. Bezahlt hat er zwei Autokarten, auf die du da aber heute noch warten. Oder was meinst du? Ja, dann sind sie natürlich wieder weitergefahren. In Sterzing drunter in die Wirtschaft rein, zum Essen tut es nichts mehr rein. Stringer zahlen ist auch noch schwierig, weil der Euro neu und noch nicht geführig. Bedienung gesagt, mein lieber Mo, dir kenne ich es jetzt direkt. Du bist das Geld halt noch nicht gewohnt, da wäre ich niemals gut entlohnt. Wenn du einen Wert nicht kennst, lass mich nicht darben, dann geht er voll und soll noch Farben. Hab ich recht? Es ist nicht Geiz, doch Sparsamkeit. Darum nimmt er sich auch nicht die Zeit, wenn er mal nachts schnell raus muss und geht aufs Klo, versteht ihr zu Fuß, dass er den Lichtschalter bedient. Nicht deswegen, weil er gar nicht findet, sondern um Stromkosten zu senken. Doch drauf tut er sich das Knack verrenken. Kein Wunder, im Dunkeln nicht erkannt, hat er mit dem Kopf sein Tierstock gerammt. Darum mach wieder Licht, es ist nicht zuwider, dann streckst du den nächsten Mal nicht mehr nieder. Doch richtig, oder? Wer sind wir? Wir sind die Hoferfeldtreiber, Schnupfer, Saufer und Vogelwohlgeweiber, treiben uns rum bei der Nacht und schlafen ein Tag. Das ganze Leben ist ein Hoferfeldklub. Hoferfeldtreiber, Schnupfer, Saufer und Vogelwohlgeweiber, treiben uns rum bei der Nacht und schlafen ein Tag. Das ganze Leben ist ein Hoferfeldklub. Er hat auch eine gute Gabe, so unterwegs mit dem Wanderstab. Er kennt alle Wege, ja das ist gewiss. Auch die, die er noch nie gegangen ist. Doch mit dem Weg ist er wie die Mauer. In Wirklichkeit kennt er nur zwei. Erstens Kinder, und da muss ich ihn loben. Alle Wege, die führen nach Rom. Der zweite ist ein wenig verdrahter. Das ist nämlich der zum Marmelade. Richtig, oder? Ja. Was ich jetzt sage, das ist kein Schmarrn, es tut auch noch kräftig sparen. Wenn einmal mal die Schürzen gefreit, so sieht man seit geraumer Zeit, ganz lässig mit dem Quer, so könnte keiner beim Schürzen am Aufschlagbock dran. Vom Bock zu Bock, da schürzt es leichter, denn daneben schürzen die schlechter. War das, oder? Ja. Ja, das ist ja ganz grob. Es war ein Tag vorher Aufwand und viel Geschirr bei der Silberhochzeit von den Eber her. Das Baum aufstellen ist da gestanden. Da kennt der Martin keinen Freund und keinen Verwandten. Und eine Flasche Rotwein nach der anderen einverleiben, so nach die anderen selber schauen, was bleiben. Zu Nachten spät in Schlaf gemachen, hört Anneliese leises Krachen. Sie findet ihn im Bade liegend, sich in der Wanne stark verbiegend. Das war jetzt eher güttemäßig, aber jetzt geht es eher weihnachtlich weiter. Sie hat ihm dann ein Decken gebracht und wünscht ihm leise gute Nacht. Auf jeden Fall möchte ich es ihm nicht wecken, legt ihm schön drauf, dann noch die Decken, lasst ihm gar für, sage ich, Ruhe, geht und macht Bottür leise zu. Leise rieselt der Kalb. Was sagst du da? Wer sind wir? Wir sind die Oberfeld,
und schlafen ein Tag. Das ganze Leben ist ein Oberfeldblock. Das ist ein Oberfeld, Oberfeld, Oberfeldtreiber. Schnupfer, saufen, Vogel, wie die Weiber treiben sie rum bei der Nacht und schlafen ein Tag. Das ganze Leben ist ein Oberfeldblock. Mit der Technik ist er fit wie ein Zau. Kennt sein Motor so ganz genau. Doch eines Tages war er verdrossen, sie hat ihn ganz im Stich gelassen. Parik, wenn es kalt ist, springt es nicht an, als vorher warm war, aber schon. Das Rätsels Lösung war Benzin. Den Camp ist das im Tank da drin. Was soll man da noch lange erzählen, da kannst du den größten Bäume fällen. Was sagt ihr jetzt? Doch ärgerlich, trotz Öl und Fetten, da braucht's pro Baum jetzt eine Kippen. Der schneit falsch ein, dass alles verkeilt, so macht die Sache am Bocker breit. Doch inzwischen geht's ganz gut. Er hat's halt gelernt, das macht er Mut. Für ein Haus gebraucht, da ist schon recht. Für Kanada war's noch viel, viel schlecht. Hab ich recht? Nee, ich glaube jetzt ganz, was ich erzählt, recht viel mir da nicht mehr fällt. Was wir da gemacht haben, nimm's nicht zu krumm. Was Besseres war nicht drin, da waren wir zu dumm. Zum 70er wünschen wir diesen Start und natürlich auch die nächsten Jahre. Bleib also drauf, wie du jetzt bist und bau auch weiter manchen Mist. Sonst darf man beim 80er und das darf man missen. Zum Schandtaten erzählen, wir mögen nichts mehr wissen. In diesem Sinne verabschieden sich die Haberer und richten zugleich aus die besten Grüße von den Schaberer. Wer sind wir? Wir sind die Hoberfeld, Hoberfeld, Hoberfeldtreiber, Schnupfer, Saufer und Vogel, wo die Weiber treiben uns rum bei der Nacht und schlafen ein Tag. Das ganze Leben ist ein Oberfeldblock. Wir sind die Hoberfeld, Hoberfeld, Hoberfeldtreiber, Schnupfer, Saufer und Vogel, wo die Weiber treiben uns rum bei der Nacht und schlafen ein Tag. Das ganze Leben ist ein Hoberfeldblock. Dabei, weil in den nächsten 10 Jahren muss ich dann wieder was bessern, gell? Okay. Ich werde mich zusammenreißen, aber trotzdem bitte. Wie gefreut, dass die Kinder sind. Das ist nicht probiert. Unsere erste Besserung. Das ist heute Steuerlandier.